Grüße mit. Die Fahndung nach Julia Bär ist raus. Die Öffentlichkeit ist gewarnt. Sehr gut. Hoffentlich finden Sie sie bald. Ja, das hoffen wir auch. Eine schizophrene Mörderin da draußen ist wirklich nicht lustig. Wie konnte das überhaupt passieren? Wurden die Sicherheitsvorkehrungen missachtet? Herr Kommissar, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Glauben Sie mir, ich leite die forensische Psychiatrie jetzt seit mehr als 10 Jahren und sowas ist noch nie vorgekommen. Julia Bär hatte hier Freigang, genau wie alle anderen Patienten im Maßregelvollzug. Und der Garten ist speziell gesichert. Hatte sie elektronische Fußfesseln an? Ja, nach Vorschrift. Genau wie diese beiden da. Wie sie die Puppe hält und ins Leere starrt. Ja, sie ist paranoid schizophren, wie Julia Bär. Sie hat im Wahn ihr Baby ermordet. Sie dachte, es sei ein Alien. Das ist ja schrecklich. Bei Julia Bär war der Verschluss der elektronischen Fußfessel defekt. Ach. Wir haben sie dort gefunden, ja. Das ist ja interessant. Und dann ist sie einfach rübergehopst über die Mauer, oder wie war das? Ja, über den Stacheldraht und die Mauer. Da haben die Hunde ihre Spur aufgenommen. Alle Sicherheitsvorkehrungen werden bereits von uns überprüft. Ja. Frau Professor Hauff, was meinen Sie? Wie gefährlich ist Julia Bär? Ich weiß es nicht, aber sie hat schon mal getötet. Ja, die Hunde haben ihre Spur. Ja, Hubschrauber auch. Danke, Max. Hoffe ich auch. Ey, die sieht aus wie ein Engel. Unfassbar. Kann man sich gar nicht vorstellen. Da ermordet die ihren Stiefvater mit dem Schwert. Der Mord ist jetzt 4 Jahre her und die Presse, die hat sich damals wie die Geier draufgestürzt. Mord im Wahn, 17-Jährige tötet Stiefvater mit Schwert. Schwertmörderin lässt sich widerstandslos abführen. Julia B. schweigt im Prozess. Schuldunfähig, Psychoknast für Schwertmörderin. Typisch Skandalpresse. Sag mal, gibt es Missbrauchsvorwürfe? Darüber steht hier nichts. Eher das Gegenteil. Ihr Stiefvater wäre ein liebevoller Ersatzvater gewesen. Dani, wir müssen uns mehr in die Akte reinknien. Wir müssen herausfinden, wo sie hin will und wo sie sich verstecken könnte. Ich hoffe, Ihre Psychiaterin hat noch ein paar Ideen. Wie gesagt, Schizophrenie hat viele Gesichter. Wie gefährlich Julia Bär genau ist, kann ich so pauschal nicht sagen. Sie ist medikamentös eingestellt, das heißt, hier war sie nur selten aggressiv. Aber was jetzt diese Flucht mit ihr macht und ob das einen neuen Schub bei ihr auslöst, auch das ist schwer vorhersehbar. Ja, was passiert denn, wenn sie einen Schub bekommt? Wie alle Paranoid-Schizophrenen hat sie dann Wahnvorstellungen und ist unberechenbar. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Sie sieht Gefahren, die es gar nicht gibt, oder? Eine paranoide Schizophrenie ist eine schwere psychische Störung. Patienten leiden unter Verfolgungswahn, Halluzinationen, Beziehungswahn oder sie hören Stimmen, so wie unser Jesus. Was denn mit ihm? Was hat er gemacht? Er hat seine Freundin ans Kreuz genagelt. Was? Ach du Scheiße. Das sind ja echt heftige Fälle hier. Haben Sie eine Idee, was Julia Bär jetzt vorhaben könnte oder wo sie sich verstecken könnte? Was könnte ihr Plan sein? Ich weiß es leider nicht. Seit sie vor 4 Jahren neben der Leiche ihres Stiefvaters gefunden wurde, hat sie kein Wort mehr gesprochen. Trotz aller Therapieversuche hat sie sich komplett in ihre eigene Welt zurückgezogen und da erreicht man sie nicht. Wie muss man sich das vorstellen als Laie? Ja, wie gesagt, sie schweigt beharrlich, sie starrt oft ins Leere und ach ja, in ihrer Maltherapie malt sie sich selber immer nur als Lara Croft. Ja. Rietz? Oh, Mist. Moment. Die Hunde haben ihre Spur verloren. Super. Gott. Ja, an der U-Bahn-Station Marienplatz. Wir müssen wissen, welche Bahn sie genommen hat und wo sie ausgestiegen ist. Ich habe die Überwachungsaufnahmen schon angefordert. Die müssen wir nicht mehr sichten. Wir wissen, wo sie ist. Sie hat ein Schwert gestohlen in einem Asiamarkt. Was? Alex, ich mach dich auf laut. Dani hat Infos. Alex, pass auf, sie hat in einem Asiamarkt ein Schwert geklaut. Die hat damit die Besitzerin bedroht und ist danach in die Heinemann-Allee geflohen. Alle Streifen sind informiert. Okay, Michael und ich fahren da auch direkt hin. Ach, noch was. Sie scheint sich für Lara Croft zu halten. Ja, super. Jetzt haben wir eine irre Lara Croft, die mit dem Schwert rumrennt. Haltet uns auf dem Laufenden. Hallo, Nils. Ah, hallo. Das ist Frau Fung, die Inhaberin des Ladens. Und von ihr kam auch der Notruf. Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind von der Kripo Rietz, mein Kollege Herr Naseband. Hallo. Ich hatte so Todesangst, war wie im Horrorfilm. Sie ist einfach reingekommen und hat mich mit meinem Schwert bedroht. Glaube ich, dass das für Sie schlimm war. Können Sie uns zeigen, was für ein Schwert das war? Ja. Kommen Sie mit.
Hier war das Schwert. Und hier sah das aus. Oh. An alle Einsatzkräfte, die Flüchtige wurde am Marktplatz gesichtet. Ich wiederhole, die Flüchtige wurde am Marktplatz gesichtet. Verstanden, wir sind unterwegs. Wir übernehmen das, okay? Ja, gib Gas, ja. Sag direkt Bescheid, wenn da was ist. Mach ich. Hat die Frau irgendwas zu Ihnen gesagt? Nein, sie ist einfach reingekommen und ist dann gleich wieder abgehauen. Aber ich habe eine Überwachungskamera, dann kann ich Ihnen gerne zeigen. Oh ja, gut. Schauen Sie. Da ist sie. Ich habe sie am Anfang nicht bemerkt, aber dann habe ich auch... Sie geht direkt zum Schwert. Genau, das ist echt irre. Ich wollte dann gleich die Polizei rufen. Und dann hat sie mich einfach bedroht. Ja, aber genau richtig, dass sie nicht die Heldin gespielt haben. Ja, ich bin auch froh, dass ich echt noch lebe. Hier ist meine Karte. Wäre gut, wenn Sie mir das Video schicken können. Das brauchen wir. Ja. Okay, danke. Und dann erholen Sie sich von dem Schock. Ja, bitte fassen Sie die Irre, sonst bringt sie noch jemand um. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Also, sonderlich aggressiv war sie nicht. Sie hat sich nur genommen, was sie wollte. Das Schwert. Ja, und mit dem Schwert hat sie auch ihren Stiefvater umgebracht. Das macht mir ja Sorgen. Weißt du was? Lass uns noch mal zu Professor Hau fahren und ihr das Video zeigen. Vielleicht hat die ja doch noch eine Idee, wo sie damit hin will. Kann ich sagen, ja. Ja, sie ist in einer akuten Phase. Und was mir besondere Sorgen macht, ist, dass sie sich schon wieder ein Schwert besorgt hat. Ich meine, das ist genau wie damals, bevor sie ihren Stiefvater umgebracht hat. Aber haben Sie nicht doch irgendeine Idee, was sie vorhaben könnte? Wo will sie hin mit dem Schwert? Ja, ich glaube, da fällt mir was ein. Es gab mal hier einen Vorfall. Ihr Onkel war zu Besuch, Hans Hermann heißt er. Sie ist wie eine Furie auf ihn losgegangen. Es waren 4 Pfleger vonnöten, um sie in eine Zwangsjacke zu stecken. Und warum ist sie so ausgetickt? Wir wissen es nicht genau, aber ich habe da so meine Vermutungen. Bloß, ich möchte betonen, dass es dafür keinerlei Beweise gibt. Ja, reden Sie ruhig. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Ich glaube, dass Julia bereits als Kind von ihrem Stiefvater und womöglich auch von ihrem Onkel sexuell missbraucht wurde. Und dann wehrt sich das hilflose Mädchen und wird zur Kämpferin mit Schwert. Lara Croft. Wir müssen auf jeden Fall diesen Onkel warnen. Hans Hermann, haben Sie gesagt, ja? Wo wohnt er? Talstraße 11. Aber wie gesagt, das sind alles nur Vermutungen. Ja. Vielen Dank erstmal. Ja? Eine Sache noch für Ihr Verständnis. Schizophrene handeln durchaus logisch innerhalb ihrer Wahnvorstellungen. Also Julia wird einen Schlafplatz suchen müssen. Sie wird sich etwas zu essen besorgen müssen. Ich bin sicher, dass sie irgendwo hingeht, wo sie sich auskennt. Alles klar. Vielen Dank, ja. Ja, Philipp, wir fahren jetzt zu dem Onkel von Julia Bär. Hans Hermann heißt er. Womöglich ist er ihr nächstes Opfer. Wo wohnt er? Ah, lass mich mal kurz ran. Warte, warte, warte. Hey, das ist ja eine ganz andere Ecke. Ja, okay, dann war sie scheinbar nicht auf dem Weg zu ihrem Onkel. Warte kurz. Die Fahndungsseite hat sich aktualisiert. Sie wurde auf dem Ostfriedhof gesehen. Da unten. Ja klar, beim Grab ihrer Mutter. Ey, da hätten wir auch alleine drauf kommen können. Dani ist gerade bei der damaligen Lehrerin von Julia Bär. Ja, meldet euch, wenn ihr beim Onkel wart. Alles klar. Hey, Philipp. Dani, pass auf. Die Psychiaterin von Julia Bär glaubt, dass sie damals als Kind von ihrem Stiefvater und von ihrem Onkel missbraucht wurde. Oh Mann, Philipp. Das deckt sich leider mit dem, was mir die Lehrerin gerade erzählt hat. Hey, Kindesmissbrauch ist echt das Widerlichste, was es nur gibt. Ja, ohne Zweifel. Was hat denn die Lehrerin gesagt? Naja, die hat eigentlich gesagt, dass Julia ein fröhliches Kind gewesen ist, bis ihre Mutter geheiratet hat und 2 Jahre später an Krebs gestorben ist. Und danach ist sie wohl immer verschlossener, ruhiger und aber auch aggressiver geworden. Hat sie das dem Jugendamt gemeldet? Ja, schon. Die Wohnsituation wurde auch überprüft. Allerdings sind die zu dem Schluss gekommen, dass sie bei ihrem Stiefvater gut aufgehoben ist. Und dass sie lediglich so verändert ist, weil sie um die Mutter trauert. Ja gut, als wenn missbrauchte Kinder darüber reden würden.
Die Lehrerin hat mir auch erzählt, als sie 10 gewesen ist, hätte sie ihr wohl erzählt, dass sie mit dem Stiefvater öfters allein in den Wald fährt, in so eine Hütte. Und dabei hat sie geweint und hat gesagt, dass sie das nicht mehr möchte. Warum wollte sie da nicht mehr hin? Das hat sie ihr leider nicht erzählt. Denn vielleicht, weil sie dort missbraucht wurde. Vielleicht. Aber weißt du, wie wir das möglicherweise rauskriegen? Die Lehrerin hat mir die Adresse von einer Tina Köhler gegeben. Das ist wohl die Sandkastenfreundin von Julia. Und du weißt, beste Freundinnen erzählen sich alle Geheimnisse. Ey, das ist ein guter Ansatz. Dann sollen Alex und Michael, nachdem sie beim Onkel waren, dort vorbeifahren und sie befragen. Ja. Ich kümmere mich drum.